Hallo und willkommen zu Dead by Daylight. Mein Name ist Felix und ich spiele als Überlebende. Und was macht Claudette hier? Komm da runter, Claudette! Okay, jetzt ist sie unten gelandet. Sehr schön. Okay, Killer spielt mit korrupter Intervention. Ich spiele auf zuschauenden Wunsch mit Perks, die den Effekt haben, dass ich das sehe, was der Killer sieht. In anderen Worten, ich habe mich dafür Objekt der Besessenheit entschieden. Weil ich damit zum einen sehen kann, ob der Killer, wenn der Killer Aura-Effekte hat und mich damit sehen würde, dann sehe ich das auch, ne? Wenn ich zum Beispiel den Killer sehe und mich heile, dann weiß ich, okay, da hat Ruf einer Krankenschwester. Ich sehe im Grunde genau das, was er dann auch sehen würde. Saboteur, wenn der Killer jemanden auf der Schulter hat und zum Haken trägt, sehe ich das auch. Dann sehe ich, beziehungsweise dann sehe ich die auch in der Haken. Mit fixiert sehe ich meine Rennspuren, die auch der Killer sehen kann. Und mit Visionär sehe ich die Augen von Generatoren. Also alles Perks, die einfach dafür sorgen, dass ich genau das sehe, was auch der Killer sehen kann. Ich finde den Perkbild sehr interessant. Ist eine coole Idee. Beziehungsweise die Idee überhaupt. Mal sehen, ob der Perkbild überhaupt auch so aufgehen wird. Ich glaube, die Perks sind alle halt sehr, sehr zusammengewürfelt, sage ich mal. Also jetzt nicht perfekt aufeinander abgestimmt. Aber darum geht es ja auch gerade nicht, ne? Ist ja auch eher zum Spaß. Okay, Objekt der Besessenheit. Das ist cool. Der war gerade nämlich in der Palettenzerstör-Animation. Ich habe ihn gesehen, aber er konnte sich ja schwer umschauen. Deshalb konnte er jetzt nicht mich dahingehend sehen, ne? Okay. Was wollte ich noch sagen? Genau. Ich hoffe, euch haben die letzten Reservekisten-Folgen gefallen. Mir geht es jetzt mittlerweile wieder besser. Ich habe mich erholt. Ja, so eine Erkältung ist nie was Schönes, aber zum Glück hatte ich da diese Reservekisten-Folgen. Ist natürlich, sind alles veraltete Folgen, aber Hauptsache, ihr habt wieder was Schönes zum Sehen. Ne? Das war so der Grund, warum ich die überhaupt erst angelegt hatte. Ansonsten hätte ich halt nichts bringen können. Ich hoffe, euch haben sie gefallen, aber ab jetzt kommen auch wieder aktuelle Folgen, sage ich mal. Außer es kommt wieder irgendwas dazwischen, aber dann werde ich das auch wieder kommunizieren und erklären. Genau. Also, ja, ab jetzt wieder normale Folgen. Aktuelle. So, okay. Objekt der Besessenheit hat wieder geklingelt, aber ich habe mich nicht umgeschaut. Ah, Mist. Ich spiele zu selten mit Objekt der Besessenheit. Das hat ja den Effekt, dass ich alle 30 Sekunden, also wenn man die Besessenheit ist, das ist nur für den Fall, dass man selbst die Besessenheit ist, dann sieht man die Aura des Killers für alle 30 Sekunden für 3 Sekunden. Und der Killer sieht dann auch die Aura von mir, ne? Also dieses Wechselseitige ist dann drin, ne? Wenn man sich allerdings als Überlebende das irgendwie verpeilt und sich nicht alle 30 Sekunden mal kurz umguckt, wie jetzt gerade eben, dann hat man da überhaupt gar keinen Nutzen davon, nur der Killer sieht einen. Ich glaube, wenn der Demogorgon durch die Portale reist, dann sehe ich das gar nicht. Dann ist er sozusagen immun davor. Ich glaube, der bekommt ja auch dann den Statuseffekt unentdeckbar, auch kurz, wenn er nachher aus dem Portal rausbekommt. Das heißt, dahingehend, ne, gegen Stealth-Killer bringt das alles nicht so viel. Denn die sind ja immun vor Aura-Effekten, solange sie hier diesen Unentdeckbarkeitsstatus-Effekt haben. Okay, dort hinten landet Claudette. Wir haben jetzt einen Gen durchgezogen. Und der hat schon 3 Haken gemacht. Das ist ziemlich schlecht. Aber gut. Ich sollte mal versuchen zu retten. Ich meine, ich hing noch gar nicht. Wenn er mich erwischt, ist es also auch nicht tragisch. Okay. Dort ganz hinten ist er. Er bastelt sich ein Portal. Und wo kommt er raus? Ja, ich wusste es. Irgendwo in der Nähe. Vielleicht hat er mich sogar kommen sehen mit Objekt der Besessenheit. Richtig. Hier ist das Totem, okay, gut zu wissen. Ich versuche ihn einfach jetzt wegzulenken von da. Oh. Okay, ich war halt zu langsam um den Busch. Eine Sekunde früher und er hätte mich da nicht getroffen. Aber es ist immer diese Sekunde, ne? Ja, das wird er zu hüpfen. Er hat bestimmt hier Barbs Brille mit, damit erholt er sich von diesen Zerstörern gegen Paletten und Wände schneller. Das ist halt so nervig, ich muss jetzt eigentlich hier alles werfen, was ich finde, ne? Hüpf! Oh, ich dachte, er hüpft die Wand, das wäre so cool gewesen. Okay,
ey. Ich weiß nicht, warum ich gerade in den Schrank gesprungen bin. Ich dachte, er kommt um die Ecke und schlägt und ich kann den Schlag gerade ausweichen. Aber in Wirklichkeit hat er nur kurz angetäuscht und ist umgelaufen. Oh Mann, jetzt bin ich einfach in den Schrank gesprungen. Naja, gut. Machst dir nichts, ne? Aber passiert. Okay, der schlüpft wieder durchs Portal. Die sind dort hinten. Nicht auf Lufthöhe, sondern in diesem kleinen Keller, in diesem kleinen Haus, wo dieser kleine Keller drin ist. Haben den Gendo durchgezogen. So, heil mich bitte. Okay. So, die Sache ist, Objekt der Besessenheit könnte mir jetzt zum Verhängnis werden, weil ich will jetzt natürlich das Totem zerstören. Das Ruin-Totem. Wobei der jagt gerade irgendwo eine Claudette. Er könnte mich halt dann genau mit Objekt der Besessenheit dann hier am Totem sehen. Er hat hier sogar ein Portal, ne? Okay, dort ganz hinten ist er. Es sah nicht so aus, als hätte er mich gesehen. Ich denke mal, sein Portal ist auch so gesetzt, dass er mich mit Killer Instinct wahrnehmen würde, wenn er seine Kraft hier aktiviert. Okay, das ist raus. Aber er hat Ruin unsterblich, denke ich mal. Weil das Ruin-Totem wurde nicht zerstört. Man kombiniert ja Ruin hauptsächlich, also meistens mit dem Sterblich, damit das Totem länger hält. Das ist halt jetzt so die Sache, ne? Ich habe Saboteur mit, bin aber nie in Reichweite. Ich sehe halt nur die Haken, ne? Ich sehe nur die Sachen, die der Killer sieht. Ich bin nicht unbedingt immer effizient dann auch damit. So, ich versuche nochmal zu retten. Ich meine, ich bin eh schon nah. Okay, Claudette hat vielleicht auch geliehene Zeit, ist besser, wenn sie rettet. Dank Visionär weiß ich auch direkt, wo ich hin muss. Hab die Vision. Und dank Fixiert. Okay, weiß ich, dass der Demogorgon mich sehen würde, aber Objekt der Besessenheit hilft da ja auch ordentlich nach, dass der Demogorgon genau weiß, wo ich sitze. Aber zum Glück schaut er sich um und das sind ja nur 3 Sekunden. In diesen 3 Sekunden schaut man sich ja nicht immer um, sage ich mal. Beziehungsweise auch als Killer hat man das ja nicht immer so auf dem Schirm, ne? Okay, ja, dort hinten an den Haken. Und jemand hat die Verbindung verloren oder gewagequittet, keine Ahnung. Aber das Blöde ist, die Person, die gedisconnected ist, ja, der wird dort jetzt gesagt, okay. Ich meine, die war ja noch nicht tot. Oder? Ich meine, die hätte ja noch leben können. Gut, wir müssen noch 3 Generatoren machen. Ruin steht noch und der Demogorgon tötet, hat jetzt hier auch schon ordentlich Haken gemacht. Aber andererseits, wir haben doch noch Lebenswillen, Chancen, Träume. Naja, gut, wer weiß. Okay, ich gehe hier hinten an den Generator. Mach den mal weiter. Ich habe jetzt halt auch, also wir haben jetzt als Team auch nicht die Zeit, ewig nach dem Ruin-Totem zu suchen. Der ist auch noch in der Nähe, ne? Dort wird versucht zu blenden. Ja, an den Haken komme ich natürlich nicht. Hallo, Claudette. Ich würde mal, ja, versuchen zu retten. Der geht wieder irgendwo anders hin. Hallo, Felix. Runter da. Okay, er hat Nachsorge. Das ist ja interessant. Das ist ganz cool. Da sehe ich zumindest jetzt auch seine Aura. Ich heile dich. Okay. Dort ganz hinten ist der Demogorgon. Er hat ein Portal gesetzt. Und wird wahrscheinlich jetzt auch wieder nach hier oben kommen. Ja, ist er. Dort hinten. Okay. Pass bloß auf. Okay, ich sollte lieber aufpassen. Wer bin ich, dass ich dem Felix sage, dass er aufpassen muss, ne? Der hat hier perfekte Ahnung, wann er abhauen muss. Okay. Damit habe ich irgendwie nicht gerechnet. Na schön. Okay, wenn der weiter versucht, irgendwelche Tricks zu machen, haue ich einfach ab. Okay, was macht Kollege dort? Der winkt mich ran, zumindest. Nee, nee, nicht gut, nicht gut. Du bist tot, wenn du hängst.
Wir müssen jetzt einen Gen durchziehen. Wir müssen 3 Gens jetzt durchziehen. Und am besten gestern schon. Okay, er sieht Rennspuren hier, er sieht Rennspuren hier. Er sieht Blut hier. Verdammt, das ist nicht gut. Er hat Angst. Er denkt, ich habe frontal. Ich wusste nicht, wie nah er hinter mir war. Schade. So, was macht Cadet? Okay, die repariert wenigstens dort hinten. Felix wartet hier, um mich zu holen. Jetzt sind wir alle tot, wenn wir hängen. Boah, was ist denn das für eine Runde, ne? Wir haben eigentlich nichts geschafft. Die ganze Runde. Also ich meine, klar, der Disconnect schneidet uns ins Fleisch, aber das ist keine Ausrede, ne? Also, selbst wenn die Person nicht gedisconnected wäre, wären wir wahrscheinlich an diesem Punkt irgendwann gekommen. Dass wir es halt einfach nicht gebacken bekommen, die Generatoren zu machen, ne? Und woran ist dort hinten? Okay, Felix, komm. Also ich rede nicht mit mir selber, ne, sondern hier mit dem Überlebenden. Wir müssen aber jetzt halt hier diesen Generator durchziehen. Oder irgendein hauptsächlich, Hauptsache mal. So, Claudette ist jetzt tot, wenn sie hängt. Felix ist tot, wenn er hängt. Ich bin tot, wenn ich hänge. Diesen Skillcheck, ne. Wenn der Killer kein Barbecue hat, dann hat dieser Skillcheck, naja, uns jetzt wirklich zerschossen, ne? Ich denke mal, er wird sich gleich teleportieren. Ja, dann taucht er dort unten auf. Da gab es einer drauf. Das Blöde ist, ich würde es ja jetzt schön stealthy spielen. Aber der Killer sieht mich alle 30 Sekunden, ne? Ich kann jetzt nicht mal sagen, okay, der Felix, der stirbt jetzt, ich verstecke mich jetzt und suche dann die Falltür, wenn es zu weit ist. Weil ich meine Objekte Besessenheit. Okay, ich sollte jetzt in den Schrank gehen. Einfach, damit ich mich nicht selber jetzt gleich, ne, dem Killer zeige. So, im Schrank bin ich ja auch immun vor allen Aura-Effekten. Heißt, mein gesamter Perk-Bild bringt halt nichts, wenn ich im Schrank stehe, ne? Okay, Demogorgon kommt her. Das ist nicht gut. Verdammt. Oh, was für ein Glück. Okay, damit hatte ich nicht gerechnet. Wie schön. Ich kann doch noch die Geschichte aus dieser Runde erzählen. Mensch, immerhin. So, ein Pip habe ich gemacht. Und das waren Killer und Überlebende. Good game, well played. Was hatte er dabei? Ruin und Sterblich wussten wir. Korrupte Intervention wussten wir eigentlich auch. Und Tüftler, er hatte also kein Barbecue. Okay, na gut. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst Fragen, Kritik und Anregungen in den Kommentaren. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis denn, tschüss.